Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und möchte jetzt darauf eingehen, wie gehen wir von Natur am Garten mit dem Thema Klimawandel um und was empfehlen wir im Umgang mit Gärten und Grünräumen in dieser Thematik. Natur am Garten ist seit über 20 Jahren aktiv und wir kümmern uns um die Ökologisierung von Gärten und Grünräumen. Das bedeutet die Erhöhung der ökologischen Vielfalt, also Artenvielfalt von den Nutzpflanzen hin zu den Ziergehölzen, also die ganze Palette Bäume und Co. Unsere Kernkriterien sind das Arbeiten ohne die chemisch-synthetischen Dünger und Pestizide, die heute schon mehrfach erwähnt worden sind. Und ich möchte noch den Torf hinzufügen. Auch der Verzicht auf Torf ist sehr, sehr wichtig. Unsere Beratungs- und Bildungsangebote sind zertifiziert nach ÖZERT und dem österreichischen Umweltzeichen. Und wenn ich mich jetzt zu den Antworten auf den Klimawandel begebe, dann möchte ich das in zwei Gebiete unterteilen. Zum einen möchte ich auf den Klimaschutzaspekt eingehen und zum zweiten auf die Klimawandelanpassung. Wenn ich von Klimaschutz rede, dann geht es in allererster Linie um die Reduktion von Treibhausgasemissionen. Das haben wir heute schon im ersten Vortrag sehr ausführlich gehört, warum das von entscheidender Bedeutung ist. Und da ist unser Beitrag der, dass wir dazu anleiten, den Torf im Moor zu lassen. Warum? Weil Torf ein fossiler Kohlenstoffspeicher ist. Und welche Bedeutung er hat, darauf werde ich dann auf der folgenden Folie noch eingehen. Bei der Klimawandelanpassung geht es dann eher darum, das, was unvermeidlich ist und auf uns zukommt, zu bewältigen. Also wie gehe ich dann damit um und wie gestalte ich Grünräume und Gärten so, dass wir es auch künftig noch draußen aufhalten und uns nicht in die Innenräume zurückziehen müssen. Jetzt aber nochmal zum Klimaschutzaspekt von Torf. Warum Torf? Also ich habe ja eine Darstellung aus dem Bodenatlas gewählt und möchte auf diesen Lebensraum hinweisen. Das heißt, wenn Sie sich anschauen, welche geringe prozentuelle Masse die Feuchtgebiete und die Moore ausmachen, in denen der Torf seit Millionen von Jahren liegt, dann kann man sich schon fragen, ist denn das so schlimm? Das sind doch nur knapp 3% der Erdoberfläche. Was ist da das große Drama? Aber wenn man sich anschaut, welche Speicherkraft das hat, dann ist die dem heute schon vielfach genannten Wald deutlich überlegen. Und deswegen möchte ich Torf sehr, sehr gerne im Moor belassen. Auf den Umweltschutzaspekt, warum Moore so wichtig sind für Arten, die nur dort vorkommen, den möchte ich hier nur am Rande erwähnen. Jetzt gehe ich zum Klimawandel über, das heißt Abkühlung durch Verdunstung ist das ganz große Schlagwort. Also wie halten wir es auch in Zukunft aus? Sie sehen hier eine Darstellung von einem Hochsommertag und man sieht unter dem Partyzelt fast unerträgliche 36 Grad. Nutzen Sie für die Beschattung Ihrer Sitzplätze, Ihrer Aufenthaltszonen lieber die Bäume, die sind dem Partyzelt, um Vielfaches überlegen und tragen hier zu einer Temperaturreduktion nicht nur durch die Schattenwirkung bei, sondern vor allen Dingen auch durch die Verdunstung über die Blattmasse. Das Schlagwort lautet also Pflanzen, 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 pflanzen Sie, was das Zeug hält, egal ob in der Senkrechten, am Fassadengrün, auf dem Dach in Form von Gründächern oder im Garten oder Grünraum. Und welche Kühlungswirkung die Bäume zum Beispiel leisten können, das sieht man hier auf dieser Darstellung. Also an so einem heißen Sommertag habe ich in der Baumallee ca. 23 Grad Temperatur. In einer baumfreien Nebenstraße komme ich auf 36 Grad und ich glaube, es ist sehr schnell klar, wo ich mich lieber aufhalte oder durchbewege. Das hat also durchaus nicht nur eine ökologische Wirkung, sondern sogar eine ökonomische. Das heißt, solche belebten Baumstraßen verkaufen sich wesentlich besser. Also die Immobilien, die dort sind, sind also auch gesamtheitlich gesehen von höherem Wert. Wenn man keinen Platz für Bäume hat, dann muss man nicht verzweifeln. Also auch die Kletterpflanzen leisten hier unschätzbare Dienste. Da möchte ich die Schattenplätze erwähnen. Pergolen sind sehr beliebte Wirkungen. Also da, wo für Bäume kein Platz ist, dann nehmen sie einfach Kletterer. Aber auch das Fassadengrün leistet hier mikroklimatisch sehr viel. Und ich habe in einem Pausengespräch mich schon darüber unterhalten, der Sommer war dieses Jahr in meiner Heimatgemeinde in Würmla gar nicht so dramatisch, wir hatten sehr viel Wasser, aber hier in diesem Raum, Mistelbach-Umgebung, hat man sehr stark mit Trockenheit zu kämpfen, die uns auch letztes Jahr in anderen Regionen extrem geplagt hat. Und da sind Grünfassaden fürs Mikroklima wunderbar besser als ein Klimagerät indoor. Zum Bäume-Thema möchte ich noch auf unseren Baumnavigator verweisen unter willbaumhaben.at. Dieses komplexe Thema, welcher Baum ist denn nun der richtige für meine Gemeinde, für meinen Standort, ist nämlich gar nicht so einfach zu beantworten und da soll dieses Werkzeug helfen.
Wir haben schon gehört, eine weitere Auswirkung des Klimawandels sind die Sturmereignisse, der stark zunehmende Wind. Und hier sind Hecken sehr, sehr wertvoll als Windschutz. Auch beim Agroforst, der ja schon angesprochen wurde, ist der Windbruch, also die Unterbrechung der Windströme, ein ganz zentrales Thema. Und zusätzlich sind Hecken Lebensräume. Das heißt, hier überwintern, besiedeln Nützlinge dieses Habitat, Vögel finden Futter, nisten dort, wertvolle Helfer bei der ökologischen Schädlingsbekämpfung. Also da kann ich nur dazu empfehlen, den Heckentag als Aktion, weil heimische und ökologisch wertvolle Arten sollten unsere Hecken bilden. Beim Klimawandel haben wir oft gehört, das Klima ändert sich, die Hitze wird größer. Hier ist es also wichtig, standortgerechte und klimafitte Pflanzen zu wählen. Und ja, verabschieden Sie sich vom linken Bild. Ich sage es mal ganz provokant, der Rasen ist ein Auslaufmodell. Die Wiese ist im Kommen. Und wer sich fragt, warum, ich liebe doch meinen Rasen, dann möchte ich nur dieses Bild zur Anregung geben. Rasen ist neben Gemüse sehr, sehr wasserintensiv, also ein ewig durstiger Geselle und man muss sich überlegen, ob man sich das antun will im Garten oder auch in der Gemeindefläche. Die Entsiegelung von Flächen, nur ganz kurzes Stichwort, Parkplätze sollten nicht betoniert sein, Gehsteige ebenso wenig. Machen Sie es wie hier im linken Bild, Stichwort klimafitte Parkplätze, Gehwege, die Regenwasser versickern lassen, Regenwasserretention, also der Rückhalt von Regenwasser ist ein ganz zentrales Thema, wenn ich meine Grünräume, meine Außenflächen kühlen will und hier mikroklimatisch zur Abkühlung beitragen will. Da können auch die Dachflächen viel leisten. So eine Dachfläche kann sehr, sehr viel Wasser speichern und dann entsprechend wieder verdunsten. Vom Regenwasser haben wir heute schon viel gehört. Das sind also sowohl die großen Retentionsflächen, also die Sammelmulden, die man in Gemeinden machen kann. Wenn gerade kein Starkregenereignis war, kann man dort herrlich Fußball spielen. Ansonsten kann hier Wasser gesammelt werden und in Ruhe versickern und dem Kreislauf vor Ort zur Verfügung stehen. Regentonnenzisternen sind Systeme für Privatgärten, aber auch für Grünräume. Ja, und der kleine Gießtipp, weniger ist mehr, das heißt weniger oft, aber dank gescheite Mengen und das morgens. Zum Humusaufbau haben wir schon sehr viel im Vorreferat vom Alfred Grant gehört, da sage ich jetzt gar nichts mehr dazu. Dem Mulchen möchte ich aber noch hinzufügen, die Gründüngung und Kompostwirtschaft haben wir auch vom Herrn der Würmer schon ausführlich gehört. Ja, die Vielfalt der Naturgartenelemente, das ist mein Speicher, wenn ich sage, wie geht denn das ohne Pestizide? Also alle Gemeinden oder auch Privatgärten, die sich fragen, wie komme ich denn ohne Pestizide aus, den sei ans Herz gelegt. Vielfalt ist das Thema, denn in dieser Vielfalt findet sich Stabilität. Also ökologisch stabile Systeme sind vielfältige Systeme. Und hier kann ich auch meinen Helfern Lebensraum bieten. Das sind die Vögel, das sind links unten zu sehen eine Trockensteinmauer oder so ein Steinhaufen als Habitat für Eidechsen, für Spinnen. Also nicht überall beliebt, aber extrem wertvoll im ökologischen Kreislauf. Ich kann mit Pflanzenstärkungsmitteln arbeiten, aber auch mit Klebefallen zum Beispiel. Das heißt, solche biotechnologischen Methoden von Pheromonen bis hin zu solchen Leimfallen sind da wunderbare Hilfsmittel, um auf Pestizide, chemisch-synthetische Pestizide zu verzichten. Dem Komposttee sei noch die Brühe hinzugefügt, mit der ich gezielt Schädlinge bekämpfen oder Pflanzen stärken kann. Ja, und jetzt möchte ich dazu einladen oder freue mich schon auf die Podiumsdiskussion und falls Fragen offen geblieben sind oder Sie welche haben, rufen Sie doch einfach beim Natur im Garten Telefon an. Vielen Dank.